Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir Route 216 betreten und uns gewundert, dass die Trainer hier alle schon so verdammt stark sind. Bevor wir überhaupt die Möglichkeit haben, nach Blitzach zu kommen und gegen die Arenaleiterin zu kämpfen. Frieda heißt sie übrigens. Und ja, heute wollen wir dann Route 217 machen. Heda, oh Juli, bist du zufällig auf dem Weg nach Blitzach? Da will ich auch hin. Wenn ich die vom Fliegen ansetze, kann ich auf direktem Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber, das macht mir keine Probleme. Ich bin an Kälte gewöhnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Bekleidung. Ha, ha, achi! Ah, das war nur ein Kribbeln in der Nase, nichts Wildes. Echt, mir ist gar nicht kalt. Ich mache mich da mal auf den Weg. Pass auf dich auf. Okay. Ich habe jetzt diese Trainer mal ausgelassen, weil ich habe gesehen, es kommt noch ein bisschen was vor Blitzach. Und deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich erstmal Trainer auslasse. Und dass wir jetzt erstmal wirklich schnurstracks Richtung Blitzach gehen. Wir können aber vorher auf jeden Fall noch zwei Pokémon fangen und in Blitzach selbst ja natürlich auch nochmal eins. Wir kommen jetzt nämlich hier auf Route 217, können wir ein Pokémon fangen. Wenn man da Pokémon fangen kann, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Aber wenn, dann können wir hier noch ein Pokémon fangen und... Ah, komm, ich kämpfe mit Kronos. Und dann am Seeufer heißt es. Nee, Stärkeufer. Ich glaube, es heißt Stärkeufer. Und dann natürlich noch in Blitzach selbst. Da gibt es ja auch eine Möglichkeit, Pokémon zu fangen. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall vor der Arena noch drei Pokémon. Zumindest, sagen wir es mal so, zumindest haben wir die Chance auf noch drei Pokémon. Wie viele Pokémon hast du? Zwei Stück? Ja, okay, gut. Dann greifen wir an mit Drachenklaue. Verletzen uns leider selbst. Schade, schade, schade. Eiszahn macht aber wahrscheinlich auch eher nicht so viel. Ja, das ist okay. Da können wir auf jeden Fall nochmal einmal angreifen. Ah, okay. Wir machen also aber alles zusammen, also mit Selbstverletzen, sein Angriff und Hagelschaden macht dann doch schon relativ viel Damage an uns. Und das war ein One-Hit. Was? Wie stark ist es einfach? Holy shit. Das war ein One-Hit. Ich meine, gut, es war Step, aber es war halt auch Level 44. Das war genauso hoch vom Level wie wir. Also das ist schon echt krass. Und der Finalschlag hat jetzt tatsächlich fast dafür gesorgt, dass wir Kronos verloren hätten. Also viel hat da jetzt nicht mehr gefehlt. Deswegen setze ich jetzt auch direkt einen Hypertrank ein. Ist mir jetzt egal, ob das irgendwie ein bisschen verschwendet ist oder so. Ich will auf jeden Fall Kronos nicht verlieren und dafür gebe ich auch gerne mal einen Hypertrank zu viel aus. Hauptsache, wir behalten dieses Pokémon. So, Weckruf, okay, gut. Sehr effektiv, aber kaum Schaden trotzdem. Hilft jetzt nicht so richtig. Und ganz ehrlich, wir gehen nochmal auf den Zeitenlärm, weil warum nicht? Wir können's. Und danach ist der Kampf eh vorbei. Also, who cares? So, tschüss, Rosana. Da kann man nichts machen. So, Siegfried, wo ist denn dein Roy? Guter Witz. Oder eher nicht, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Können einem hier Pokémon begegnen im tiefen Schnee? Ich glaube nicht, oder? Oh. Ah, Wurzelfossil. Stimmt, jemand hat mir noch geschrieben, ich glaube Tristan war es, dass wir ja noch die Fossilien abgeben können. Und das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das werden wir auf jeden Fall auch bald machen. Alter, ja komm. Ach. Warum? Warum tut man so etwas? Weißt du, die Route ist so weitläufig. Und dann baut man noch sowas ein, dass man so extrem runtergeslowt wird. Warum tut man so etwas? Siehst du, deswegen hasse ich solche Schneerouten. Thema 82, Magiemantel erhalten. Ja, vielen Dank dafür. Nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Kann man... Ah, warte mal, ich weiß schon. Hinter dem Haus, hier ist Kraxler. Das hier ist die VM Kraxler. Genau. Und der Mann in dem Haus möchte das nämlich sehen. So. Hallo.
Wir bekommen die Frosthabe dafür. Okay, dankeschön. Die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Aber trotzdem, vielen Dank dafür. So, wie gesagt, ne, ich werde hier diese Träne erstmal auslassen. Und ich werde sie dann eventuell zum Trainieren nutzen, falls es dann noch nötig sein sollte, dass wir trainieren. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie viel noch vor der Arena kommt. Bandsticker. Okay, dankeschön dafür. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie viel Story da jetzt noch vorkommt. Ob wir jetzt dann nochmal irgendwie komplett Team Galaktik... Alter. Nochmal komplett Team Galaktik bekämpfen müssen vorher oder sowas. Huch. Naja, ich spreche jetzt lieber nicht an. Ganz ehrlich, wir machen das jetzt im Zeitraffer. Okay. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Trainerkampf, den wir nicht umgehen können. Und den machen wir logischerweise nicht im Zeitraffer. Der gehört ja ganz normal dazu zu dem Spiel quasi. Ich meine, gut, okay, die Slowdowns im Schnee gehören auch zu dem Spiel, ja. Aber, nee. Das will doch keiner sehen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich nicht. Ganz ehrlich, das ist doch nur da, um die Spieler abzufacken, oder? Es hat doch keinen sonstigen Sinn. Es ist nur dafür da, um die Spieler abzufacken. Nee, komm, dann gehe ich jetzt aber raus. Oh, warte mal. Das Ding ist, das Viech macht halt relativ viel Schaden. Ich fürchte fast, wir müssen da in Kronos gehen. Ich würde eigentlich gerne in King Louis gehen, aber die Verteidigung von King Louis ist halt schlecht. Wobei, es geht sogar. Es geht sogar. Und wir könnten dann... Wie sieht es mit dem KP aus? King Louis hat mehr KP. Ach nee, warte, stimmt gar nicht. Hat genauso viel KP. Und hat 5 Punkte weniger in der Verteidigung. Das heißt, ein Body Slam sollte auf jeden Fall nicht reichen. Nein, warte mal. So. Und das heißt, wir können das hier rein switchen. Wir sind auf jeden Fall schneller als das Miltang. So. Ja, sehr gut. Und können das dann jetzt hier mit einer Kampfattacke rausnehmen. Wie viele Pokémon hast du? 3 Stück. Wie viel hat der Tempohieb? Wie viel Angriff? Wie viel Stärke meine ich? 40. Aber die Kaskade hatte schon so viel. Ich glaube, wir müssen echt auf den Nahkampf gehen. Das ist natürlich jetzt uncool. Weil das Problem ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ein Tempohieb gereicht hätte. Genau, wir werden jetzt natürlich unsere Verteidigung und Spezialverteidigung sinkt um eine Stufe jeweils. Aber wir müssen dann jetzt halt gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber der Tempo-Hieb hätte, glaube ich, nicht gereicht. Wir gucken mal, was jetzt für ein Pokémon kommt. So, der Hagelsturm trifft uns nochmal. Plaudergei, okay. Das ist gut, da können wir auf jeden Fall nochmal rausswitchen. Das sollte ja nicht so viel Schaden drücken. Da können wir... Ja. Da können wir eigentlich auch Arti reinholen. Weil ich glaube, Plaudergei ist trotzdem ein Flug-Pokémon. Wenn ich mich nicht täusche. Ah, stimmt, Arti wird ja nicht durch die... Oh, Temposchub. Hallo. Sehr interessant. So. Und der Eisstrahl kommt und wie viel zieht er ab? Ist auf jeden Fall Flug, das ist schon mal gut. Und es reicht aus. Sehr schön. Gut. Der Ruf von Plaudergei ist toll. Ich mag den sehr. So, und Schnurrgast. Uiuiui. Ach, du hast Download. Okay. Interessant. Ich würde tatsächlich trotzdem erstmal auf den Eisstrahl gehen. Ach, immer diese Angeberei hier. Es sieht so komisch aus, irgendwie. Sie steht so schief. Irgendwie. Oder kommt mir das so vor? Aber nee, es steht schief, oder? Merkwürdig.
So, Arti kommt auf jeden Fall durch die Verwirrung durch. Sehr schön. Und kann hier schon mal das Schnurrgas anschippen. Okay, ist mehr als anschippen. Das ist schon mal stark hitten. So. Und jetzt... Okay, da kommt nochmal der Schlitzer. Gut von mir aus. Oh, okay, macht doch ein bisschen Schaden. Aber den Eisstrahl überlebt das Viech auf gar keinen Fall. Das war sogar nochmal ein Crit. Den hätten wir vielleicht eine Runde früher gebrauchen können. Dann wäre es ein bisschen schneller vorbei gewesen. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen... Ne, warte, brauchen wir gar nicht. Ne? Jetzt ist ja hier nicht mehr tief. Dann brauchen wir gar keinen Zeitraffer mehr. Ach, es ist doch wieder tief. Aber jetzt kommt... oh nein. Hey Uli, bist du schon da? Langsam, viel zu langsam. Hör zu, Uli. Siehst du, dass die Felsen hier anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Orden der Blitzach-Arena besitzt. Wie dem auch sei, ich bin weg. Team Galaktik, ich bin euch auf den Fersen. Ah, okay, das heißt also, wir müssen Team Galaktik erst, wir können Team Galaktik erst bekämpfen, wenn wir den Orden haben. Ist hier irgendwo ein Item versteckt? Nein. Durchaus nicht. Das heißt, das hier ist einfach nur eine Sackgasse oder so. Gibt es hier noch ein Item irgendwo? Auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal... ach, warte mal, wir sind hier noch... Sind wir noch Route 217 eigentlich jetzt? Ich muss das einmal ganz kurz nachgucken. Ne, wir sind schon am Stärkufer. Das wäre Route 217. Aber da konnten wir kein Pokémon fangen, oder? Da war, glaube ich, nichts. Oder gehörte das da unten dazu? Ah, okay. Das hier ist Route 217 und das ist der Stärkufer. Okay, pass auf. Da der Schutz noch läuft... Nutzen wir das jetzt mal ganz kurz. Wir nutzen diese Verzögerung und checken den Luftdruck des Balles. Und gehen nach Blitzach in der Zeit. Solange der Schutz noch wirkt. Die Wundersaat. Das wäre vielleicht ein besseres Item für Pangea, ehrlich gesagt. Um den Gigasauger nochmal ein bisschen zu boosten. Ach, Blitzach. Vielen Dank. Oh, hier unten ist eine... Oh, vielleicht können wir hier doch kein Item... Ach, Quatsch, kein Item fangen. Kein Pokémon. Pokémon fangen, meine Güte. Schutz wirkt nicht mehr, alles klar. Jetzt sind wir erstmal in Blitzach angekommen und wir gehen einmal ins Pokémon Center. Einmal zum Heilen natürlich und dass wir hier auch wieder sofort hinfliegen können, sobald wir soweit sind. So. Denn, wie gesagt, ich werde alle Pokémon auf Level 46 trainieren und dann werden wir erst die Arena von Blitzach machen. Wie immer halt, ne? Wir sind zwei Level unter dem Level-Limit, das kennen wir ja mittlerweile schon. Und gehen dann erst in die Arena, lassen uns da ein bisschen überraschen. So, Stärkeufer. Der Encounter für das Stärkeufer. Ah, warte mal. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen und einfach, ganz ehrlich, wir haben so viel Geld. Ich kaufe einfach noch viel mehr Bälle und Tränke. Wir haben einfach das Geld. Wir müssen da echt nicht knausern oder aufs Geld gucken. So, wie viele Pokébälle haben wir? 16. Kaufen wir nochmal 4. So. Superball, da haben wir 10. Da kaufen wir nochmal 10. Können uns das alles leisten. Hyperball, davon haben wir 11. Davon kaufen wir mal 19. So. Zack. Tränke, davon kaufen wir uns auch nochmal 19. Die kann man immer mal wieder so sich reinziehen quasi. Supertränke, davon kaufen wir mal auch 19. So, wir geben jetzt hier wirklich sehr, sehr viel Geld aus. Das ist mir durchaus bewusst, aber wir haben echt sehr viel Geld aktuell. Und es wird auch eine ganze Zeile, ganze Weile reichen tatsächlich. So, Schutz. Ah ne, warte, den normalen Schutz nicht, aber den Superschutz, den kaufe ich dann jetzt auch nochmal hier 16 Mal. Genau, dankeschön dafür. Ich wollte eigentlich noch hier den Hyperheiler einmal kaufen. Also nicht nur einmal kaufen, sondern... Ah, wir haben 5 Hyperheiler. Ja, okay, 5 Hyperheiler, das reicht erstmal. Mehr brauchen wir dann tatsächlich jetzt doch nicht. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall ausgestattet mit... schade. Hier können wir kein Fahrrad fahren. Jetzt sind wir erstmal ausgestattet mit genug Pokébällen und Tränken. Da müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken drum machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt unsere beiden Pokémon... Einmal für das Stärkeufer. Da bekommen wir im letzten Graspatch ein Makuhita. Okay. Hallo Makuhita.
nehmen wir natürlich auch an dieser Stelle. Makuhita, hatte Makuhita Finalschlag? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nee, es hat Niesel. Ah, okay, gut. Überlebt es eine Hornattacke. Ich glaube nicht. Ich werfe einfach mal einen Superball. Das ist halt echt das Problem, dass... das wäre cool, wenn man das auch noch randomisieren könnte, dass die wilden Pokémon auch noch stärker sind. Wobei, kann man das vielleicht sogar randomisieren? Habe ich das vielleicht übersehen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt, wo ich so ausgesprochen habe, habe ich so im Kopf irgendwie, dass das vielleicht sogar möglich gewesen ist. Müsste ich mal nachgucken. Und dann eventuell beim nächsten, also für die nächsten, fürs nächste Projekt dann mal nachschauen. So. Ach komm, weißt du was, ganz ehrlich, ich werfe einfach direkt Hyperbälle hier. Oder, nee, weißt du was, ich greife einmal mit der Hornattacke an. Ich weiß nicht, ob es das aushält. Jetzt sind wir paralysiert. Ja, doch. Einmal können wir noch auf die Hornattacke gehen. Warum? Warum? Ich hasse sowas, ne? Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal heilen. So. Zack. Dann, wie gesagt, probieren wir einmal die Hornattacke. Einmal gucken, ob das, wie viel Schaden das macht, ob das Makuhita das aushält. Ich könnte... Oh, okay. Dankeschön dafür. Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es das tankt. Ich hoffe es zumindest. Ja, ja, ziemlich gut sogar. Das ist schön. Das freut mich. Ach, Geowurf. Okay. Das hat so viel Schaden gemacht. I see. So. Und da... Ach, weißt du was? Komm, ganz ehrlich. Hyperball. Gib ihm. Und dann ist gut. Hoffe ich zumindest. Ja. Sieht gut aus. Sehr schön. Hallo, Makuhita. Für Makuhita wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Er stärkt seinen Körper, indem es gegen Bäume rennt. In seiner Nähe finden sich viele umgekippte Bäume. Aha. Gut, Makuhita soll natürlich auch einen Spitznamen erhalten. Und ich überlege mir mal ganz kurz einen. Ich habe jetzt einen Spitznamen gefunden und zwar nennen wir das Makuhita Sumo. Finde ich doch sehr passend für ein eventuelles Hariyama später. So, das war unser Encounter für das Stärkeufer und jetzt kommt natürlich auch noch das... Ah, komm schon, die Route 217. Und danach werden wir tatsächlich doch noch ein bisschen trainieren, weil noch sind unsere Pokémon ja nicht alle auf Level 46. Ah, hallo Octillerie. Sehr interessant, habe ich auch noch nie gespielt tatsächlich. Ist für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung an dieser Stelle dann. Tja, jetzt ist die Frage, wie immer, was machen wir da am besten? Ich würde tatsächlich schon fast auf den Surfer tendieren, weil der Spezialangriff schlechter, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken, schlechter ist als der Angriff. Der Surfer hat 95 Stärke, die Kaskade 80. Es bekommt Step, wird aber wiederum halbiert. Aber die Hornattacke ist trotzdem noch schlechter. Der Schnabel ist sowieso noch schlechter. Okay, dann gehen wir auf den Schnabel. Das sollte das Artillerie auf jeden Fall aushalten. Ja, easy. Easy. Okay. Interessant. Es hagelt. Was auch immer dieser Attack jetzt gewesen ist. Aber... Ich möchte ehrlich gesagt Sternchen vorher doch nochmal kurz heilen. Weil... Ah, ich meine mich daran zu erinnern, dass Octillery Kugelsaat kann. Das wäre jetzt nicht so cool.
Octillery mit Wertelink und dann Kugel sagt, muss nicht sein. Ich meine, klar, dieses Octillery wird keinen Wertelink haben, weil Fähigkeiten sind gerandomized, aber trotzdem. Oh, es hat Eishaut. Krass. Hat es echt Eishaut? Ja, Alter. Nice. Was ist das denn für eine geile Kombination? Holy shit. Ich meine, für uns ist das jetzt eher nicht so mega hilfreich. Ja. Außer wir würden halt wirklich dann da auch den Hagelsturm drauf spielen. Aber für die... Also ganz ehrlich, Octillery ist doch... Das ist doch hier das perfekte Pokémon, was... Alter! Siehst du, das kann nämlich tatsächlich gut sein. Das wusste ich doch. Wir haben... Wieso treffen wir nicht mehr? Okay, unsere Genauigkeit ist gesenkt worden, aber so krass doch nicht. Einmal ist die nur gesenkt worden. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt nie wieder treffen. Ich setze jetzt Surfer ein. Haben wir mehr als einen Genauigkeitsdrop drin? Ernsthaft? Ich dachte eigentlich, wir hätten nur einen drin. Ja, das wäre zu blöd, ganz ehrlich. Da gehe ich jetzt raus. Gehe ich jetzt raus in King Louis. Das ist mir jetzt echt zu blöd hier. Das habe ich mir schon gedacht. Achso. Ach, ich bin so blöd. Ich habe jetzt nur an die Kugelsack gedacht. Und nicht daran, dass das Viech ja auch eine Wasserattacke könnte. Wahrscheinlich. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden der Tempohieb macht. Er macht etwas mehr als die Hälfte, leider. Gut, die Kugelsack macht natürlich gar nichts hier. Ja, das Problem ist, noch einen Tempohieb können wir wahrscheinlich nicht rausbringen. Ich werde jetzt mal zu Kronos wechseln. Der sollte nämlich von dem Octillery gar keinen Schaden bekommen. Ach ja, warte mal, stimmt. Aber jetzt können wir nochmal den Tempohieb rausbringen. Denn jetzt hat sich das Viech ja wieder hochgeheilt durch die Eishaut. Ja, sehr gut. Das ist gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, wechsle ich doch lieber nicht raus. Weil es sich ja dann jede Runde heilt. Dann werfe ich lieber einfach einen Hyperball. So. Und ja, sehr schön. Octillery wurde gefangen. Und für Octillery wird natürlich auch wieder ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es lauert gerne in den Löchern von Felsen, um vorbeischwimmende Beute mit Tinte zu bespritzen. Alles klar, möchtest du Octillery einen Spitznamen geben? Ja, und ich werde es Tinti nennen. Weil das ist ein Tintenfisch und es bespritzt Beute mit Tinte, also nennen wir es Tinti. So, hallo Tinti, herzlich willkommen. Und ja, ich würde sagen... Wir haben jetzt das Ende dieses Parts erreicht. Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge die ganzen Trainer nachholen, bis wir auf dem entsprechenden Level sind von 46 bei allen. Ich werde die Wege zu den Trainern jeweils rausschneiden und nur die Kämpfe reinschneiden. Das heißt, wir sehen uns am Anfang des nächsten Parts dann schon direkt innerhalb der Kämpfe, die wir dann streiten werden. Ja. Und genau, da wie gesagt, weil die Wege, die schneide ich raus, die sind mir zu blöd. Da habe ich keine Lust zu, die im Video zu lassen. Es reicht schon, dass ich mich damit rumquälen muss, da müsst ihr das nicht auch noch sehen. Deswegen werde ich das rausschneiden und dann sehen wir uns nur die einzelnen Kämpfe an, bis halt alle auf Level 46 sind. Achso, genau. Bis alle auf Level 46 sind und dann gehen wir in die Arena. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, was das jetzt für ein Typ sein könnte. Es gibt ja immer noch einige Typen, die uns ganz schön zusetzen könnten. So, einmal ganz kurz die Pokémon heilen und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Falls ja, sehen wir uns gerne morgen wieder hier um 17.30 Uhr auf diesem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis morgen. Ciao.